Und jetzt bei Elefant, Tiger und Co. großer Flamingo-Ansturm aufs Hallenbad. Und Volkszählung bei den Flugfüchsen. Das Aquarium. Seit 123 Jahren dienen Pferdchen als Pförtner. Und drinnen, da tanzen Tigerschwanz-Seepferdchen ihren Reigen im Takt der Strömung. Ihnen zu Diensten Andreas. Man muss beim Futter immer aufs richtige Pferd setzen. Das sind Mysis oder Schwebegarnelen, also kennst keine Garnelen aus dem Salzwasser. Und die haben wir hauptsächlich für unsere Seepferdchen und Seenadeln, da die Tiere relativ schwer an totes Futter zu gewöhnen sind, also an Frostfutter, was wir sonst verfüttern. Das Frostfutter fällt halt auf den Boden, liegt dann unten und dann wird es nicht mehr gefressen. Die fressen nur so lange, wie das Futter schwebt. Hier im Aquarium, hinter jeder Tür ein anderes Tier. Andreas kennt seine Schützlinge. Beobachtet ganz genau, wer sich wie verhält. Die Garnele sitzt auf dem Boden. Zack. Das war einer. Aber sie scheinen jetzt auch keinen Riesenhunger zu haben. Also wir versuchen möglichst mehrere Fütterungen am Tag zu machen. Das so quasi ein bisschen auszugleichen. Aber sind jetzt keine Löwen, die sich hier auf dem Zebra stürzen. Nee. Und sind auch keine Pferdchen, sondern Fische. Und was für welche? Bei ihnen brüten die Männchen die Babys aus. Aber hier ist immer ein Problem. Einerseits sind hier noch ein paar Fische mit drin. Die fressen junge Seepferdchen. Dann haben wir immer so ein Überlaufprinzip. Also das Wasser läuft quasi durch oben drüber zum Filter. Und dann sind wir gefahren, dass die Tiere einfach verschwinden, die Jungtiere. Und um das zu vermeiden, haben wir ein Pärchen einfach mal rausgenommen, in ein separates Aquarium gesetzt, ohne Fressfeinde, ohne allem Möglichen. Da hat es eine ganze Weile gedauert. Aber jetzt von einer guten Woche haben wir jetzt zum ersten Mal kleine Seepferdchen. Und die können wir jetzt uns mal angucken. Die Minis. Sie schwimmen schon durchs eigene Kinderbecken. Trotzen unerschrocken den Gefahren des Lebens. Auch für die Vögel auf der Flamingo-Lagune wird's gleich ungemütlich. Alle, wirklich alle müssen hier draußen das Feld räumen. Eine große Aktion. Und Christoph und Charlotte wissen, wieso und warum. Wir planen, die Flamingo-Lagune ein bisschen zu überarbeiten. Also es gibt diverse Sachen, die jetzt anstehen. Also ist ein bisschen was zu tun. Und dafür müssen die Vögel von der Anlage, weil wir da hinten eine große Öffnung schaffen, wo auch Baufahrzeuge durch können. Und da wäre es schlecht, wenn die Vögelein hier drin sitzen und dann sagen, schön, dass er aufmacht, wir gehen dann mal. Und deswegen müssen wir die alle irgendwie in die Stallungen bekommen. Gut, wollen wir? Ja. Wir wollen. Na dann. Machen wir auch, wenn wir wollen. Manche der Vögel sind da schon alte Hasen. Alle Löffler und Ibisse und Sichler, die wissen quasi, dass es nur hier im Stall Futter gibt und kommen ganz normal rein und ganz normal raus. Und heute machen wir das alles ein bisschen spezieller. Die Schieber sind ja mit solchen Taubengabeln versehen, die in dem Zustand, wie sie jetzt sind, in alle Richtungen schwingen können. Das heißt, die haben das gelernt, wie durch einen Vorhang quasi schreiten die Löffler da einfach durch und die Sichler. Und ja, die kann man allerdings so modifizieren, dass sie nur noch in eine Richtung aufgehen. Und zwar nach innen. Das heißt, die können alle reinkommen, aber können halt nicht wieder raus. Also die Löffler, die marschieren jetzt alle noch mal raus. Die latschen da einfach durch. Und jetzt ist der Stall komplett leer. Und das bietet uns die gute Möglichkeit, dass wir uns jetzt hier frei bewegen können und oben auch bei den Schiebern rumhandwerken können. Und das machen wir jetzt. Die Modifikation beruht auf einem Stück Holz. Und alles, was ich jetzt mache, ist, dass ich quasi hier dahinter ein kleines Brettchen schiebe, sodass die quasi nicht mehr nach außen gehen können. Also nach innen geht immer noch ganz hervorragend, aber nach außen geht es halt nicht mehr.
Und wir erhoffen uns einfach, dass die Sichler und Ibisse und vielleicht auch ein bis zwei Enten, mal gucken, dass die sich selber einsperren sozusagen. Also je weniger Vögel sich selber einsperren, desto mehr müssen wir morgen aktiv rausfangen. Aber danach sieht's gerade nicht aus. Kaum sind die Pfleger aus dem Haus, schreiten die Sichler schon durch den Schieber. Die Seepferdchenbabys. An nichts soll's dem raren Nachwuchs mangeln. Erst machen wir einen kleinen Wasserwechsel. Wir haben jetzt hier an den Beckenkinder große Filterungen dran. Also hier fliegt natürlich eine entsprechend hohe Menge Futter drin, relativ große Menge Futter, sodass wir immer mal Wasser rausnehmen und Frisches reinmachen müssen. Das machen wir mal als erstes. Ja, regelmäßig aufgeräumt werden muss so ein Kinderbecken. Bisschen die Futterreste absaugen, beziehungsweise die Eischalen von den Salinkrebsen, die teilweise hier noch mit drin sind, dass die davon nicht zu viel aufnehmen. Die sind relativ unverdaulich. Ein bisschen muss man schon gucken, dass man nicht die kleinen Seepferdchen mit absaugt, aber es geht eigentlich. Und dann gibt's auch schon einen neuen Schwung, Babykost. Jetzt würde ich Futter reintun. Und zwar haben wir eintägige Salinkrebse. Also wie alle Krebstiere oder so entfernte Verwandte häuten die sich ja mehrmals. Also die schlüpfen aus dem Ei, sind dann relativ klein. Und die einen Tag alt sind, die sind halt quasi so klein wie möglich. Die sind frisch geschlüpft. Die kriegen die Seepferdchen. Die saugen auch einfach hier mit so einem Schlauch ab. Kriegt jeder ein Schlückchen. So, das reicht. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Wasser wieder auffüllen. Ich fülle das Wasser immer hier über so eine Kanne ein, damit wir nicht einen ganz zu großen Tsunami hier in dem Becken erzeugen. Das ist ein bisschen schonender. Luft wieder rein und dann können wir schon fast Feierabend machen. Ja. Die Kleinen sollen ordentlich reinhauen, damit die besten Pferde im Stall groß und stark werden. Am nächsten Morgen bei den Maskenkiebitzen. Die lieben wohl das Risiko. Brüten mitten auf der Tapiaanlage. Und jetzt kommt auch noch Micha. Er will gucken, ob sie noch alle Eier im Nest haben. Aber die Mutter passt gut auf. Jetzt kann man es schon sehen, die merkt, es nähert sich jemand. Jetzt kommt, macht sie gleich hier so eine Abwehrhaltung oder fliegt mich an. Ne? So, näher will ich jetzt auch nicht gehen, ne? Aber das ist schon kein Schritt weiter, sonst greife ich dich an. Das könnte man jetzt mit Tieren, die das nicht gewöhnt sind oder die jetzt neu sind, würde ich das jetzt nicht machen, hier so lange rumstehen. Aber bei denen kann man das riskieren, weil die echt tiefenentspannt sind. Ne? Also für einen Kiebitz ist das hier so kurz vorm Schlafen. Naja, aber von ihrem Gelege lassen sie kein Auge. Das Eierquartett ist noch komplett. Und da sieht man schön die vier Eier da hinten. Die sind extrem gut getarnt. Ne? Also die haben schon die Farbe des Bodens. Und die suchen sich tatsächlich auch immer Bodenstellen aus, die auch eher zu ihrer Eierfarbe passen. Und dann gibt's noch einen Halbstarken. Der will auch noch umsorgt werden. Es gibt ein älteres Jungtier, der ist jetzt schon 5, 6 Wochen alt. Das wird ja auch noch beschützt. Ne? Das ist schon, die sind jetzt ziemlich, die haben zu tun gerade. Eier ausbrüten, beschützen, das Nest beschützen. Ich glaube, jetzt das Aufstehen soll uns auch zeigen, dass wir uns jetzt mal hier verpissen müssen. Wir wollen sie ja auch nicht überstrapazieren. Nee, besser nicht. Nur der Jungvogel. Mit
dem hat Micha noch was Besonderes vor. Er soll ins Trainingslager. Ich versuch's mal, in der Hoffnung, dass sie mich sehen. Na, Kopinski, alte Handlampe. Komm. Komm. Die Flamingo-Lagune an diesem Morgen erstaunlich leer. Sichler und Co. haben sich, wie gewünscht, selbst eingesperrt. Nun sollen Enten und Flamingos in die Stelle buxiert werden. Der Kurator und eine starke Helfertruppe sind zur Unterstützung angerückt. Wir werden jetzt erst die Flamingos reinnehmen, das machen unsere drei Kollegen aus Feuerland. Da einfach mal zugucken, wie wir das machen. Wirklich immer ruhig bleiben dabei, das wird man gleich sehen, damit die nicht anfangen zu flattern, zu fliegen. Dann laufen die als Gruppe und verschwinden dann. Und danach besprechen wir, wie wir das mit den Enten machen. Aber ein besonderes Augenmerk liegt auf den handaufgezogenen jungen Flamingos. Die sind ja seit kurzem in der Gruppe. Die Kleine steht jetzt da auf der Insel. Quasi der kleine, flauschige Jungvogel, der da auf der Insel steht, das ist das Weibchen, was so extrem anhänglich war. Aber wie man sieht, die will jetzt nicht zu uns, sondern die bleibt schön bei den Flamingos. Und wir hoffen, dass die jetzt auch in der Treibsituation dort bleiben und den Anschluss nicht verlieren. Genau. Hey ho. Jo. Ihr nehmt jeweils das, oder? Wir beide gehen durchs Wasser und Lisa bleibt hier, um von der also Seite abzusichern. Ich gehe hier vom Ruderbecken rum. Gut, okay. Genau. Du kommst von hier. Mhm. Ich gehe hinten durch die Schleuse und komm quasi von da. Und du, wenn du hier, also wir gehen zeitgleich sozusagen dann und treiben die dort rüber. Und du bleibst dann erstmal auf der Insel noch stehen. Ja. Und wir gucken dann im Wasser immer entlasten, belasten. Ja. So, ihr Hübschen, neinwärts geht's. Gut 120 Chile-Flamingos müssen nun von drei Menschen, teils auf glitschigem, eisigem Boden, in ihren Stall expediert werden. Lisa, du kannst noch ein bisschen warten. Okay. Dass sie es erstmal sehr reizvoll finden, da hinzugehen. Ja, wir müssen auf den Blinden Acht geben, der steht hier. Ja, na, den werden wir wahrscheinlich wieder einzeln. Den lassen wir durch, ja? Nee, den oder? Nehmen wir mit. Na gut. Ja, weil der. Guck mal. Greifen dir mal. Greifen dir mal. Warte, lassen wir erstmal. Komm, Babys, hinterher. Kleine Puna-Ente noch als. Ja, nee, die Richtung war schon richtig. Nicht nur das, der Schwarm hat das Nadelöhr gefunden. Sehr gut, dann ist es nur noch der Jungvogel. Und der wird kurzerhand überzeugt von den Vorzügen des Stalls. Und auch der Blinde findet mit tatkräftiger Unterstützung den Weg. Fehlen nur noch die Enten. Enten gibt's im neuen Vogelhaus auch. Überhaupt jede Menge Vögel. Und diese verschlossenen Gesellen, die Flugfüchse. Unter ihren Fittichen, da verstecken sie Nachwuchs. Florian und Jeanette wollen den heute begutachten. Wir wollen heute mal eine quasi Zählung im Rahmen der Möglichkeiten, je nachdem, ob wir jetzt alle Jungtiere sehen, von den Jungtieren machen. Wir haben immer Anfang des Jahres ist Wurfzeit bei den Flugfüchsen. Das ist immer ein bisschen abenteuerlich, weil die Mütter die Jungtiere nicht so gerne zeigen. Man entwickelt so einen gewissen Blick dafür, aber es kann auch mal in Mutmaßungen enden. So, ja. Gut. Ich glaube, die Elfen, die Türkisfedenvögel kommen zuerst. Ja, wahrscheinlich. Ich auch. Eigentlich ist dieser Futterbaum für die Flugfüchse. Doch immer gibt's da auch gefiederte Mitesser. So soll es sein und wir machen uns jetzt gleich mal auf die Jagd nach den, schreien schon nach den Flugfuchskindern. Wir probieren unser Glück. Mhm. Ja? Ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Jeanette und Florian vermuten 4 Jungtiere. Von 16 erwachsenen Flugfüchsen. Also die Großen sehen wir schon mal. Und jetzt heißt es, glaube ich, jetzt erstmal gucken, wo hängen die Großen. Also die erstmal durchzählen, um dann zu gucken. Das Gute ist, dass wir jetzt zu zweit sind, dass wir sagen können, jemand guckt da und jemand guckt auf der anderen Seite, wo die anderen hängen, dass wir dann einen Überblick bekommen. Eins. Ja. Aber das ist nicht alleine. Warte, wir gucken erst mal nach den Großen. Eins. Aber die hat doch eins dran.
Naja. Schwierig. Dadurch, dass die Jungtiere jetzt auch schon ein bisschen älter sind, ne, die werden in der Regel so Anfang Januar geboren, sind die dementsprechend größer. Wenn die ganz klein sind, fallen sie halt gar nicht auf. Deswegen war jetzt gleich schon der Blick nach oben und die Flügel beulen sich jetzt auch schon aus. Deswegen war das gleich Blick nach oben, alles klar, Flügel ist ausgebeult, da ist definitiv ein Jungtier dran. So, zwei. Zwei. Also erstmal zwei große, ein kleines. Habe ich. Da ist, guckt ja auch das Baby, guck mal, wie es ganz niedlich guckt. Ach nein. Och. Nein, also eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Meistens hängt da hinten noch einer. 12 habe ich hier. Aha. 13, 14. Im Bambus? In der Mimose. 15, 16. So, wo sind sie jetzt? Da hängt eine. Ja, da sind drei auf der Seite. Hier sind drei. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16. Scheiße, ich habe auch noch 15. So, ich habe 15. Ich hatte gerade 16, aber vielleicht habe ich mich auch verzählt. Ja, da kann man schon mal durcheinander kommen. Und dann alles noch mal von vorn. Komm. Komm. Komm her, komm. Der kleine Kiebitz, derweil voll im Trainingsfieber. Man muss noch ein Stückchen ran. Hm? Komm. Begleitet von einem Elternteil soll er langsam Vertrauen zu den Pflegern aufbauen. Unser Ziel ist immer, wenn wir dann die Jungtiere haben und die wachsen heran, dass wir die relativ schnell und bei Zeiten so weit zahm kriegen, dass die hier reinkommen. Weil wir können die ja draußen nicht fangen. Das ist so der Gag. Und je zahmer die sind, umso eher wir die hier drinnen in dem Stall sozusagen, ja, dass die sich hier drinnen sicher fühlen. Das ist halt eine trügerische Sicherheit, aber wir können die hier drinnen dann relativ einfach fangen. Irgendwann wird er uns verlassen, in einen anderen Zoo gehen und dann ist das natürlich absolut sinnvoll, wenn das schnell und unkompliziert und ohne Stress geht. Ja, der Kleine scheint ein mutiger Typ zu sein und voll motiviert. Das sind schon coole Tiere, dass die auch Leute unterscheiden können, zum Beispiel unsere Vogelpfleger Tisi oder Mandy oder Lisa, die jetzt jeden Tag bei den Vögeln arbeiten und die für die Kiebitze außerhalb der Tapiranlage Futter bringen, die werden angegriffen. Ne? Also mit richtiger Wut greifen die Kiebitzeltern die Vogelpfleger an. Während die Tapirpfleger, die hier auf der Anlage sind und die direkt am Nest vorbeigehen, lassen die in Ruhe, die meckern die nur an. Ne? Also die wissen, ich bin ein gemütlicher Tapir-Typ, ne? Der ist mir nicht gefährlich und der Vogelpfleger ist böse. So, jetzt wollen wir es aber gut sein lassen. Die sollen sich ja nicht fett füttern, sondern das muss ja auch immer ein bisschen Spaß machen. Endlich dürfen auch die Tapire wieder raus. Na raus, stinkt alles. Komm. Kopaschi. Tschüss. Mach einen Muck. Nur das Gleiche gilt auch für Leila. Na, raus, Leila. Jetzt heißt's für die Kiebitze wieder einen möglichst dicken schieben. Damit es hier keinen Unfall gibt. Die Flugfüchse sind dagegen sehr entspannt. Machen den Pflegern weiter das Leben schwer. 14, 15, 16. Oder? Da oben, ja, die haben wir 16. Ja. Okay. Und jetzt noch nach Babys Ausschau halten. Drei haben wir schon gesehen auf den ersten Blick, ne? Mhm. Aber ich würde jetzt noch mal einzeln versuchen durchzugehen. Ja. Also hier haben wir eins, da haben wir eins. Also wirklich cool zu sehen gerade. Dicker Mann, oder? Ja, dicker Mann. Einfach dick oder dick mit Kind? Nee, wirklich ein dicker Flugfuchsmann, also erwachsenes Tier. Bei denen ist es manchmal so, gemein ist es manchmal, weil die ihre Flügel nicht ganz anlegen. Manchmal haben die sie so ein bisschen offen und dann denkt man, oh, das sieht aber aus, als wäre der Jungtier. Ist aber nicht, weil es ein dicker Mann ist. Also ich habe jetzt schon 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 5?
Hä? Ja. Könnte aber auch ein dicker Mann sein, haben wir ja gerade gelernt. Aber das wäre wirklich dick. Das wäre wirklich dick. Schätzelein, du bist aber. Oi. Ich glaube, das ist immer der Erste am Futter. Aber stimmt, das ist nix. Nee, das ist wirklich nur. Nur dick. Aber sonst, warte mal, was hängt da? Doch noch ein fünftes Kind. Was ich jetzt mal machen könnte, ich könnte mal hier hinten rumgehen. Und mal gucken. Bleibst du mal hier? Was mache ich? Gucken. Okay. Macht's doch. Hä? Hä? Ja, ich glaube, das hat drei Beine. Das hat drei Beine. Also wäre das Nummer 5? Mach mal auf. Einmal aufmachen reicht. Sie wird dir den Gefallen nicht tun. Ja, nur einmal kurz aufmachen, bitte. Aber das ist super ausgebeutet. Ich würde einen Besen fressen, wenn da nichts dranhängt. Also wenn es ein ganz zartes Weibchen ist, dann könnte ein Jungtier dranhängen. Ja, naja, ich glaube, das ist die Flugunfähige. Mit oder ohne Kind? Ohne. Ohne? Oh, meine Herren. Ich bin jetzt schon ganz schwach. Ich krieg jetzt gleich Feierabend. Und? Wie viele Kinder waren es nun? Naja, für einen Überblick reicht's. Die erste Erkenntnis sind noch alle 4 da. Und zweite Erkenntnis, vielleicht ist es sogar eine Nummer 5. Genau. Und dritte Erkenntnis, alle 16 haben wir ja dann. Bisschen mühselig, aber doch hingekriegt. Alle 16 erwachsenen Tiere sind auch da. Ja. Sehr, sehr gut. Na ja, dann? Dann gehe ich jetzt nach Hause. Und du bleibst hier. Ich bleib hier. Schön. Ja. Gut. Gut. Dann, so machen wir's. Na ja, denen da oben sind Zahlen sowieso schnurzpiep egal. Der Flamingo-Lagune ist die Lage klar. Als letztes müssen nun die Enten in den Stall. Wir werden jetzt gucken, dass wir alles, was hier an Enten ist, von der Seite auf die Seite kriegen. Also wir gehen einmal durchs Gestrüpp, gucken, dass wir alles hier rüber treiben. Ziel ist es erstmal, da hinten den Schieber zu treffen. Wir schieben dann als Kette nach und nach, jeder mit dem Kescher bewaffnet, die Enten langsam Richtung Schieber. Ganz, ganz deutlich auf das hören, was Herr Urban oder ich sagen, was das Tempo angeht. Wenn wir ganz langsam schieben, wenn wir denen ein bisschen Zeit geben, nachzudenken, wo es jetzt hingehen kann, verschwinden die eventuell im Schieber. Das ist unser Ziel. Und das probieren wir jetzt. Jeder Winkel auf der Anlage muss durchkämmt werden. Dann sind die Enten da, wo sie hin sollen. Kommt, Leute, einer muss einen Anfang machen. Na, wer ist der Mutige? Ne, Netz wieder runter, Netz wieder runter. Die kriegt er. Einer, gut. Gut, gut, gut. Netz links. Gut, 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 alles gut. Passt. Ja, aber nicht alle. Eine zweite Runde. Die anderen wird's jetzt Handarbeit. Wir machen das Gleiche nochmal, nur dass das Loch diesmal nicht offen ist. Aber wenn wir sie wirklich alle sehr konzentriert an der Ecke haben, heißt das für uns, wir können natürlich auch mit dem Kescher relativ gut zuschlagen. Na dann, Kescher nach links raus. Genau. Die letzten Enten sind schnell gefangen. Sehr schön, sehr schön. Und in den Stall geschoben. Für die nächsten 2-3 Wochen. Ihr neues Zuhause. Mittagessen bei den Orang-Utans. Stärkung für Tokana. Gleich wird sie an einer Verhaltensstudie teilnehmen. Isabel Laumer will mit Spielzeug deren Neugier erforschen. Dadurch, dass ja das Objektspiel bei Menschenaffen sehr komplex ist, kann es gut sein, dass die Tiere das erstmal auseinandernehmen auf jeden Fall. Aber ob sie ihn dann zusammenbauen, das weiß ich nicht genau. Wie neugierig die Orang-Utans sind. Nächste Woche bei Elefant, Tiger und Co. Und auch Akito hat was entdeckt, womit man herrlich spielen kann. Das und mehr wieder am nächsten Freitag um 19:50 Uhr. Bis dann. Tschüss.